So, und jetzt zeige ich dir, wie du die Masken personalisieren kannst. Sobald du bei mir im Spreadshirt Partnershop bist, suchst du dir das passende Design aus, was dich interessiert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, du gehst hier über alle Designs anzeigen. Dann werden dir wirklich alle Designs angezeigt. Es werden natürlich mit der Zeit immer mehr. Das heißt, entweder sehr lange scrollen. Zweite Möglichkeit, hier über die Lupe reingehen und dann beispielsweise sagen, Konfirmation wäre eine Möglichkeit, Konfirmation. Dann werden dir alle Produkte angezeigt, die mit dem Thema Konfirmation in irgendeiner Form verbunden sind. Das sind natürlich in dem Fall nicht nur Masken, da müsstest du noch etwas mehr eingrenzen und sagen, Accessoires, Stoffmasken. Dann würden sie hier nur die Stoffmasken anzeigen. Das wäre dann Möglichkeit Nummer 2. Ich empfehle dir, Möglichkeit Nummer 3 zu nehmen, und zwar folgendes: Wenn du im Hauptbereich bist, also auf der Startseite des Partnershops, das erreichst du immer, indem du hier oben auf meinen Namen klickst. Also, sobald du auf dieser Startseite des Partnershops bist, gehst du hier auf diesen Bereich, die Themen. Du gehst auf alle Themen durchstöbern und suchst dir dann das passende Thema. Advent und Weihnachten, Winter oder hier Taufe, Konfirmation, Hochzeit und so weiter. Hier unten sind dann noch die weiteren Themen. In dem Fall ist für mich interessant das Thema Taufe, Konfirmation, Hochzeit. Ich sage mehr anzeigen. Dann gehe ich hier wieder auf Accessoires und auf Stoffmasken. Jetzt habe ich das hier oben eingegrenzt. Ich möchte, dass mir hier alles angezeigt wird, was mit dem Thema Taufe, Konfirmation, Hochzeit zu tun hat. Und zwar alles aus dem Bereich Accessoires und dort aus dem Unterbereich Stoffmasken. Das ist hier jetzt die Auswahl. Ja, und da kann ich dann eben schauen, was passt. Was möchte ich mir jetzt ansehen? Was möchte ich jetzt eventuell dann auch gleich personalisieren? Was nehmen wir denn da jetzt mal? Was nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir hier mal. Da. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir hier Taufe. Upsala. So, da haben wir die Maske mit den Schlaufen. Taufe. Und dann möchte ich das Ganze ein wenig personalisieren. Das kann ich hier drüber machen, über den Stift. Design anpassen, Text hinzufügen. Dann klicke ich auf Personalisieren. Dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, wo soll beispielsweise, ja, der Druckbereich sein. In dem Fall ist es klar, bei einer Maske immer vorne. Es gibt andere Produkte wie Tassen, Sweatshirts und Co. Da gibt es eben Auswahlmöglichkeiten vorne, hinten, manchmal auch der Ärmelbereich. Das ist unterschiedlich, je nach Produkt. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, Produkt wechseln will ich nicht. In dem Fall bleibt es bei diesem Produkt. Ich kann das Design bearbeiten, indem ich sage, ich möchte ein anderes Design. Will ich auch nicht. Also wieder zurück. Oder ich sage hochladen. Ich könnte jetzt hier also beispielsweise ein Logo von der Gemeinde mit hochladen. Oder ich könnte ein Bild mit hochladen, ein Foto mit hochladen, einen Schriftzug, was auch immer ich hochladen möchte. Oder ich kann hier einen Text eingeben. In dem Fall finde ich es sinnvoll, einen Text einzugeben. Ich gebe jetzt mal hier den Text ein. Den Namen des Kindes, das getauft wird. Was ist denn im Moment momentan en vogue von den Vornamen her? Lass mich mal eben überlegen. Ich glaube, Mia ist ganz beliebt nach wie vor. Also Mia wäre jetzt der Name. Und da kann ich dann eben noch ein bisschen spielen. Ich kann hier die Schrift formatieren. Ich kann auch die Schriftart ändern. Ich empfehle dir da, wenn du mit verschiedenen Sachen arbeitest, das nicht zu
wild zu machen, also dich möglichst auf ein oder zwei Schriftarten zu begrenzen. Du hast hier jetzt ja schon eine Schriftart, also jetzt eine, maximal noch eine weitere Schriftart zu nutzen. Jetzt sollte sie einigermaßen dazu passen. Was nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir jetzt mal die hier. Die passt. So, dann habe ich die Möglichkeit, hier noch den Schriftzug zu vergrößern. Ich kann ihn auch an anderer Stelle platzieren, wie ich das möchte. Dann kann ich natürlich auch sagen, ich möchte eine andere Farbe haben. Ich möchte jetzt vielleicht, möchte ich jetzt, ist eine Taufe, ich möchte den Namen in Blau haben. Ich kann auch sagen, ich möchte den Text biegen. Gut, bei drei Buchstaben siehst du hier natürlich nicht unbedingt den großen Erfolg, aber du kannst es hier jetzt natürlich dementsprechend auch noch verändern. Ja, das System dürfte klar sein. Dann kannst du auch noch sagen, hier Preis berechnen. Dann siehst du hier, was das Ganze kostet, und dann kannst du sagen, in den Warenkorb und entsprechend bestellen.